Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Die neue Eskadron-Kollektion Next Generation ist ja jetzt gerade vor kurzem rausgekommen und auch ich habe was für Ruby bestellt. Der ein oder andere, der auf Instagram mir folgt, der wird schon gesehen haben, dass ich mich für Berry entschieden habe, also für einen etwas ja pinklichen Fuchsia-Ton. Und das Einzige, was ich noch nicht verraten hatte, welche Schabracke ich mir bestellt habe. Und deshalb möchte ich euch mit euch zusammen heute quasi einmal das Paket, was diese Woche gekommen ist, auspacken und einmal anschauen, was ich bestellt habe. Es ist nur eine Schabracke und Bandagen. Mache ich meistens in der Regel immer, dass ich das als erstes bestellt. Und wenn mir das dann wirklich sehr gut gefällt, dann kaufe ich meistens eventuell dann nochmal ein Halfter dazu oder so. Aber einmal schauen. Und dann fangen wir einmal an, einfach das aufzumachen. Das geht sogar relativ gut aus. Ich muss das leider mit dem Schlüssel machen, weil ich nämlich keine Schere zur Hand habe. So. Och, da ist ja noch ein Geschenk drin, wie süß. Das habe ich nicht bestellt. Kam wahrscheinlich als Zusatz mit zu. Vielen Dank. Okay. Dann einmal die Bandagen. Das ist quasi diese Farbe. Ich packe euch das einmal kurz hier aus, dass ihr das dann noch mal ein bisschen genauer seht. Also es ist wirklich dieser bärige Ton. Finde ich mich eigentlich immer sehr schön. Und dann die Schabracke dazu. Ich habe mich wieder für eine etwas dickere Schabracke entschieden, also so eine Pet-Schabracke. Hat die eigentlich überhaupt einen Namen? Ja, Polo-Pet. Und zwar, das seht ihr jetzt natürlich schlecht noch, wo sie eingepackt ist. Deshalb muss ich auch die einmal auspacken. Es ist eine Schabracke mit Farbverlauf. Die ist nämlich oben quasi dieses Berry und wird nach unten hin dunkel. Fand ich nämlich ganz cool, weil die einfach nicht so extrem knallig ist. Und ja, ich bin gespannt, wie sie auf dem Ruby gleich aussieht, denn wir werden nämlich gleich einmal Ruby damit einkleiden und natürlich werde ich euch das dann auch zeigen. Bis gleich!